Hallo zusammen, heute ein kurzes Tutorial, wie man einen Toilettenpapierhalter an der Wand montiert. Zuallererst macht ihr euch mal Gedanken, wo ihr den Toilettenpapierhalter montieren wollt. Man wählt eine Höhe zwischen 75 und 95 Zentimetern, setzt euch vorher mal hin auf die Schüssel und prüft die Erreichbarkeit, wie es euch am besten passt. Anschließend übertragt ihr einen waagrechten Strich an die Wand mit der Wasserwaage. Und nun nehmt ihr von dem Metallplättchen das Lochbild ab. Ihr messt also den Abstand zwischen den Löchern, übertragt diesen auf die waagrechte Linie. Schon habt ihr eure Bohrlöcher. Nun könnt ihr schon mal die überstehenden Bleistiftreste wegradieren, damit man die später nicht mehr sieht. Und bohrt zwei Sechserlöcher in die Wand. Ihr packt dann die beiden mitgelieferten Sechserdübel ins Bohrloch und schraubt das Metallplättchen an der Wand fest. Nicht gleich ganz final festziehen, sondern erstmal handfest, dann mit der Wasserwaage nochmal prüfen, ob man im Wasser ist und erst dann final anziehen. Anschließend fixiert ihr die Klopapierhalterung, wie im Video zu sehen, und zieht die untere Schraube fest. Und fertig ist der Lack. Viel Erfolg und viel Spaß.